Hallo, Herr Ramsayer. Hi, Moritz. Hallo, liebes Publikum. Hallo. Hallo zusammen. Wir warten. Ah, Hallo schön. zusammen. So, 16:01 Uhr, wir legen Gut. gleich los. Herzlich willkommen zum ersten Ostertalk. Wir freuen uns über die rege Teilnahme, trotz diesem wunderschönen Wetter. Heute zu Gast Klaus Ramsayer, Schulleiter einer Realschule in Altensteig. Und ich stelle wie immer kurz den Moritz vor. Moritz, bitte. Ja, hallo, ich bin der Moritz, ich bin von der Firma ACS. Die einen oder anderen kennen uns vielleicht schon. Wir sind Apple Authorized Education Specialist und ja, schon seit über 20 Jahren im Bildungsbereich unterwegs. Und wir sind auf das Konzept von Martin und von Jan gestoßen, fanden das sehr interessant und haben denen deswegen unsere Plattform EduTalk zur Verfügung gestellt. Kurz jetzt noch, bevor wir loslegen, wollte ich Ihnen noch mitgeben, dass Sie sich gerne melden können. Wann auch immer Sie Fragen oder Anregungen zu dem Gesagten haben, einfach diesen Handmelde-Button drücken und dann nehmen wir Sie live in die Sendung mit rein, und Sie können mitdiskutieren, Fragen stellen, wie auch immer. Kurze Info noch vorab, der Talk wird aufgezeichnet und Sie können ihn danach dann auch auf YouTube ansehen. Dankeschön. Wunderbar. Ja, ich denke, heute wird es spannend, wenn alle viel mitdiskutieren. Wir haben es vorher schon kurz diskutiert. Wir können, glaube ich, heute große Synergieeffekte erzielen. Aber ich fange einfach mal an. Herr Ramsayer, die Frau Eisenmann, aktuelles Schreiben. Es wird keinen Formel-1-Start geben. Sie sagt, es wird langsam losgehen. Wir wissen aber noch nicht, wann und wie. Wie bereiten Sie sich als Schulleiter und Ihr Kollegium darauf vor? Also die Vorbereitung hat ja schon vor Wochen begonnen, indem wir die Strukturen mal gelegt hatten vor den ersten Wochen, wo wir die Kinder im Homeschooling betreut haben. Und wie es danach weitergeht, wusste und wissen wir heute ja noch nicht. Das heißt, das, was wir bis dahin gemacht haben, steht bereit, aber es war im Grunde genommen ja nur nachbereitend. Also wir haben den Unterricht nur nachbereitet, die Einheiten, die wir vorher gemacht haben, noch mit Aufgaben versehen, ein bisschen mit Neuem gespickt, aber Einführungen waren da nicht möglich. Und wenn jetzt dieser Zustand länger andauert, dann müssen wir uns damit beschäftigen, den Klassenraum in die Wohnungen der Kinder zu bringen, technisch und organisatorisch. Und wenn wir dann schon früher wieder einsteigen, dann werden wir das vielleicht ein bisschen verteilen. Aber der zweite Schritt wird sein, den Klassenraum in die Kinderzimmer zu bekommen. Darf ich da gleich einhaken? Sie haben gesagt, Sie haben nachbereitet das, was Sie schon angefangen hatten für die 3 Wochen. Das klingt ja schon so, dass Sie einen konkreten Plan hatten. Vielleicht können Sie den ein bisschen ausführen, was Sie konkret an Ihrer Schule gemacht haben. Auch Stichwort, wie haben Sie die Kinder involvieren können mit Geräten und so weiter. Möchten Sie das vielleicht ein bisschen ausführen? Ich glaube, das wäre ganz interessant. Ja, wir hatten ja in der Woche vor dem Lockdown schon den Hinweis bekommen, dass es wohl zum Lockdown kommen wird, dass die Schule geschlossen wird. Und so, wir sind eigentlich, obwohl wir eine moderne Schule ist, sind einen ziemlich altmodischen Weg zunächst gegangen. Wir wussten ja, dass nicht alle Schüler zunächst sofort zu erreichen sind mit unseren Mitteln. Wir haben zu den Kindern gesagt, nehmt alle Schulsachen mit nach Hause. Das haben wahrscheinlich alle Schulen gemacht, sodass wir zunächst mal auf die Schulbücher zugreifen können, weil das geht immer in irgendeiner Form. Wir haben uns dann in der Steuergruppe getroffen und haben den Plan festgelegt, wie wir vorgehen, sowohl technisch als auch inhaltlich. Technisch war es kein Problem. Wir haben seit 10 Jahren diverse Plattformen in der Erprobung, sind derzeit mit dem Schulmanager online unterwegs, und haben dort innerhalb einer relativ kurzen Zeit so eine Durchdringung von 97, 96% erreicht. Wir hatten den wirklich zufälligerweise 4 Wochen vorher eingeführt, was natürlich idealer Zeitpunkt war. Wir hätten wahrscheinlich nie so eine Durchdringung bekommen. Innerhalb von weniger Tage und viel Telefoniererei und Anschreiberei haben wir es dann geschafft, dass nur 2 Schüler von 650 immer noch nicht zu erreichen waren. Das haben dann die Klassenlehrer nachgeholt. Wir haben jetzt fast alle Eltern an Bord, wir haben so gut wie alle Schüler an Bord und konnten die dann im Grunde so ähnlich wie in WhatsApp-Chat erreichen, im Schulmanager Aufgaben verteilen. Wir haben dort eine eigene Cloud für die Aufgaben, was aber oftmals gar nicht nötig war, weil wir die Aufgaben mitschicken können als PDF, als Doc, als irgendwas. Vorteil auch, wir sind plattformunabhängig, Handy, Tablet, Computer, Laptop, überall erreichbar. Das hat auch gut funktioniert, auch die Rückmeldungen waren sehr, sehr gut, sodass organisatorisch es nicht sehr schwierig war. Aber wie gesagt, es war mehr so ein
bei vielen Kollegen die Rückmeldung nochmal einen Knopf dran machen, was wir schon gemacht hatten, nachbereitend die Einheiten zu Ende bringen und für die Prüfungsklassen eigentlich im Grunde genommen, was wir vorher auch schon gemacht haben, Unterricht im Hinblick auf Prüfung mit Aufgaben, mit Unterstützung, mit Erklärungen, mit Steuerung. Das lief gut, auch wenn wir sehr viel zu lernen hatten. Das glaube ich. Was sehr spannend war, Sie haben ja eine Initiative gestartet, um das Ganze auch ein bisschen die soziale Komponente reinzuhaben. Sie haben ja geschaut, dass Sie Ihre Kinder möglichst mit Geräten versorgen. Ja. Das fand ich ganz spannend, weil Sie sind da recht einen unkonventionellen Weg eigentlich gegangen, aus meiner Sicht. Ja, wir haben schon immer den Grundsatz, dass wir das Geld, was wir bekommen, in die Hände der Kinder kriegen müssen. Also wir haben jetzt so zwischen 300 und 400 Tablets im Umlauf. Wir haben 2 Jahrgänge mit Tablet-Klassen, im Sommer werden es 3 sein. Und wir haben ganz, ganz viel Material im Keller stehen, was wir nie einsetzen konnten, weil wir immer den Aufwand gescheut haben, die Geräte aus dem Netzwerk wieder, aus der Domäne rauszunehmen, wieder reinzunehmen. Dann brauche ich wieder neue, andere Lizenzen, dann läuft Office nicht mehr. Jetzt sind wir den kurzen Weg über Linux gegangen, habe das Twitter-Lehrerzimmer benutzt, um mich beraten zu lassen, welche Linux-Version, stand dann vor dem Problem, dass hier auf dem Land keine DVDs mehr zu kaufen gab, um die wieder zu brennen. Und also es war kompliziert, aber wir haben es dann geschafft. Da habe ich Linux Mint drauf gespielt. Die ersten Geräte sind jetzt schon raus, freudestrahlend abgeholt. Aber es waren nicht nur Familien, die keine Geräte hatten, sondern ein Laptop pro Familie hat immer gereicht. Ja, jetzt macht der Papa Homeoffice, 3 Kinder zu Hause. Die Mama muss die Zugänge der verschiedenen Schulen managen. Da reicht ein Laptop nicht mehr. Also auch solche Familien haben wir jetzt unterstützt. Ja, schön. Das ist ja auch, glaube ich, ganz ein wichtiger Aspekt, dass man hier in die Breite denkt. Und da ist eigentlich das aus dem Keller, ist dann fast noch Gold, was man da liegen hat. In ja, natürlich. Zeiten. Wir haben noch 50, 60 Rechner rumliegen. Aber mit dem Linux Mint laufen die wie verrückt. Kann man absolut empfehlen. Ja, ist ja ein wunderschöner, pragmatischer Ansatz, weil man das ja oft gelesen hat in der Zeitung, dass das oft ein Grund ist, auch diese soziale Gleichberechtigung und so weiter. Und da einfach mal als Schulleiter herzugehen, ich glaube, und diese Dinger zu installieren, Hut ab, also vor dieser Leistung. Ich glaube, wären wir jetzt live, würden Sie einen Applaus kriegen. Ja, so viele Geräte waren das noch nicht. Also die Scheu ist auch noch da, sich zu melden und sagen, ich brauche eins. Ja, das muss sich etablieren. Was zu dieser Bildungsgerechtigkeit führt, ist einfach, dass mit unserem Modell der Tablet-Klassen jeder ein Tablet nach Hause bekommt, egal ob er es sich leisten kann oder nicht. Wir geben die Dinger völlig kostenlos raus, niederschwellig, da muss sich keiner genieren. Wir finanzieren die Sache sehr nachhaltig. Es ist uns wirklich problemlos möglich, dass jeder ab der 8. Klasse ein Tablet bekommt. Ich glaube, die Krise hat uns gezeigt, wir müssen doch vielleicht dran denken, das runterwandern zu lassen zu den jüngeren Teilnehmern noch. Dann hätten wir noch mehr Geräte zu Hause, unabhängig voneinander und könnten die noch besser nutzen. Wenn Sie sagen, Sie haben ab der 8. Klasse sozusagen 1:1 Modelle laufen, wie haben Sie denn, das geht ja auch in Richtung, wie gehen wir danach weiter, wenn die Schulen wieder öffnen irgendwann, wie haben Sie denn Ihr Kollegium damit auf die Spur gebracht, dass Sie sagen, Sie haben gesagt, Sie haben positive Rückmeldungen und positive Erfahrungen, wie haben Sie denn Ihr Kollegium als Schulentwicklungsprozess auf die Spur gebracht, dass das so angenommen wird als Schulleiter? Ja, ich mache das jetzt, glaube ich, schon 25, 30 Jahre und ich habe immer versprochen, es wird jetzt alles einfacher. Und das hat ja nie gestimmt. Ja. Es war immer nur noch komplizierter und funktioniert hat es auch nicht. Dann haben wir uns irgendwann entschieden, die Technik in die Klassenzimmer zu holen. Das ging eine Weile gut. Jetzt sind wir wieder an Grenzen gestoßen. Es hat wieder nicht funktioniert, weil wir einfach zu schnell zu groß geworden sind mit den Geräten. Es war so ein Prozess, weil zum ersten Mal die Kollegen bemerken, hoppla, da geht tatsächlich was leichter. Ja, ich muss nicht in den Computerraum gehen oder im Klassenzimmer irgendein Video aufrufen. Die Kinder haben ein Tablet dabei. Ich kann mein Tablet kurz mal an die Tafel spiegeln. Ich glaube, das war so dieser Win-Win-Effekt zu sehen. Zum ersten Mal hält er, was er verspricht. Und so ganz hat es bis heute noch nicht funktioniert. Deswegen habe ich wieder eine Woche investiert und habe in den Ferien das Geräte ins Schulhaus geschraubt, zusammen mit dem Kollegen Kapp und mit dem Hausmeister, damit jetzt endlich die Versprechungen funktionieren. Aber ich glaube, dieses Pragmatische war gut und auch im Sinne der Wertschätzung ist ein Lehrergeräte. Also das ist ein Arbeitsgerät, das von der Schule gestellt wird. Jede Lehrkraft bekommt eins völlig kostenlos und können dann damit arbeiten. Das ist eine Frage der Wertschätzung auch.
Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Der ist ja auch immer wieder aufgeschlagen, jetzt nicht nur im Sinne von Bildungsgerechtigkeit, Geräte für die Schüler, sondern auch, wenn wir wollen, dass die Kollegen so arbeiten, dann brauchen die auch entsprechend die Geräte. Also das finde ich sehr schön, dass Sie das so sehen und da auch ein bisschen vorangehen. Es ist ja bei weitem nicht üblich, dass die Kollegien so ausgestattet sind schon oder die Schulleiter das so sehen. Finde ich, klingt auch überzeugend, kann man sich auch gut vorstellen, dass das ein Baustein ist, dass das dann gut funktioniert. Ja, absolut. Die Freiwilligkeit. Wir haben auch Kollegen gehabt, die nach dem ersten Jahr gesagt haben, ich tue mich schwer, ich gebe es wieder zurück. War das für uns völlig in Ordnung? Oder Kollegen haben auch gesagt, ich möchte jetzt erstmal nicht teilnehmen an diesem Projekt. Auch das war in Ordnung. Wir hatten am Anfang so eine Durchdringung von 40%. Aber wenn man dann mal sieht, dass es doch einfacher ist als ein Tageslichtprojektor und flexibler zu handhaben und ich nicht erst eine Doku-Cam im Klassenzimmer brauche, dann hat es sich jetzt sehr, sehr schnell auf 100%. Das war so, ich will haben Effekt, der sich innerhalb von 2 Jahren aufs ganze Kollegium ausgebreitet hat. Ja, klingt nachvollziehbar. Jan? Ja, Herr Ramsayer, Sie haben vorher gesagt, das finde ich spannend, Sie haben für die Installation dieser Linux-Rechner und iPads Minis, waren es glaube ich, im Twitter-Lehrerzimmer nachgefragt. Wir haben da eine Umfrage vorbereitet. Kann die der Moritz kurz einblenden? Genau. Geben Sie doch mal Bescheid, ob Sie das kennen oder ob Sie vielleicht schon drin sind. Klicken Sie doch einfach mal an, liebe Zuhörer. Genau. Ja, da kommen die Ergebnisse schon rein, Moritz. Ja, sehr schön, weil ich sehe nämlich ein Viertel. Was ist das? Martin, möchtest du oder Herr Ramsayer, wollen Sie es kurz erläutern? Ja, ich bin schon seit 10 Jahren oder weiß gar nicht, wie lange es Twitter gibt, schon gefühlt schon ewig in Twitter und habe es bestimmt 4, 5 Jahre überhaupt nicht mehr benutzt. Das war für mich wertlos. Erst seit einem starken Jahr bin ich wieder dabei und folge den verschiedenen Lehrer-Tweets, Twitter-Lehrerzimmer bei mir ganz vorne dabei. Es ist für mich die persönlichste 1-zu-1-Fortbildung, die wir in der Bundesrepublik haben. Man hat eine Frage, man kann eine Frage stellen, bekommt sie beantwortet von Kollegen aus der Praxis 1-zu-1, ohne viel Aufwand, Tag und Nacht. Ich muss nicht irgendwie 50 Kilometer zu einer Fortbildung fahren und mir eine Folie vorlesen lassen. Sensationelles Werkzeug, um sich schnell, kurz Hilfe zu holen. Oder auch etwas zu geben, also der Austausch. Okay. Den Austausch finde ich super. Ich ergänze ganz kurz, für die, die es nicht kennen, also Twitter, Social Media, es ist kostenlos, Sie brauchen einen Account und dann funktioniert es einfach über so Hashtags, wie könnte man das übersetzen, Schlagworte und ein Schlagwort ist eben Twitter-Lehrerzimmer und wenn Sie jetzt eine Frage haben und dann schreiben Hashtag Twitter-Lehrerzimmer, dann bekommen das alle, die diesem Hashtag folgen und ich habe es selber auch schon ganz oft genutzt und man bekommt ganz schnell Antworten. Vielen Dank. Wir Gut. haben auch jetzt schon eine Live-Frage. Die kommt von der Ute. Ich nehme sie jetzt einfach mal schnell rein. Moritz? Hallo, hören Sie mich? Hallo. 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 Ja, das ist mein erstes Webinar, deswegen etwas schwierig noch. Meine Frage ist, ich bin auch Schulleiterin und es wurde jetzt auch die Frage bei uns gestellt, bekommen denn die Lehrer ein iPad kostenlos? Ich habe das kategorisch erstmal mit Nein beantwortet, weil ich gar nicht wüsste, wie ich es finanzieren soll. Das Schuletat ist ja nicht so riesig. Wie haben Sie das finanziert? Also ich hatte eine Sondersituation, muss aber gleich dazu sagen, die gilt jetzt fast für alle. Wir hatten eine Projektbeschreibung an unseren Sponsor eingereicht und hatten diese Projektbeschreibung so gestaltet, dass die Lehrer mit an Bord war. Haben dann eine Einmalspende von 55.000 Euro bekommen und haben aber von vornherein so geplant, dass uns dieses Geld nicht ausgehen wird. Wir hatten ein schlechtes Beispiel von verschiedenen Schulen um uns herum, die viel Geld vom Kreis zum Beispiel bekommen haben. Dann Tablet-Klassen eingerichtet haben. Nach 2 Jahren war das Geld weg und die Arbeit war auch. Die Projekte sind wieder eingeschlafen. Das war für mich ein absolutes No-Go. Wir haben eine Finanzierung zusammengerechnet, die funktioniert, sodass wir nachhaltig im 4. Jahr nichts mehr zuschießen müssen aus unserem Schuletat. Die ersten 3 Jahre schießen wir noch ungefähr ein Drittel der Kosten zu, aber ein Drittel der Kosten für alle Teilnehmer.
Und ab dem dritten Jahr trägt sich das selbst. Okay. Ich habe das auf unserer Homepage Realschule www.realschule-altensteig.de gibt es so einen Digitalisierungsblog, der ist erst angefangen, der ist noch relativ nackt und überschaubar. Aber wir haben so viele Besuche gerade, wir sind Hospitationsschule und jeden Montag kommen Schulen, die die gleichen Fragen haben wie Sie. Und ich werde da regelmäßig diese Inhalte einstellen. Finanzierungsmodelle, technische Ausstattung, Konzepte dahinter. Das muss man sich in Ruhe anschauen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ja. Diese 55.000 Euro Einstiegsfinanzierung, die wir bekommen haben, das kann jetzt der Digitalpakt sein. Die Gelder aus dem Digitalpakt kann man einfließen lassen, um die gleiche Anfangsfinanzierung zu bekommen wie wir. Wir sind auf einen Teil der Eltern, die das Tablet von uns mieten, angewiesen, die den Topf immer wieder auffüllen. Und da der Topf dadurch nie leer wird, können wir mindestens für ein Viertel der Schüler die Geräte komplett kostenlos rausgeben. Und aus dieser Anfangsfinanzierung heraus haben wir die Lehrgeräte gekauft. Das finde ich eine gute Idee. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, obwohl es ja eigentlich einfach ist. Dankeschön. Ja, ich glaube, die Finanzierung beim Digitalpakt sagt ja, dass wir maximal 20% an Geräten kaufen dürfen. An Endgeräten. Das heißt aber letztendlich auch, das Geld, was wir sowieso vielleicht in diesem Jahr von der Stadt oder vom Träger bekommen hätten, müssen wir jetzt halt gut verhandeln, nach Corona-Zeiten vielleicht leichter als vorher, dass wir aus diesem Geld mehr als 20% bekommt, weil wir die anderen Anschaffungen in Hardware, im Netzwerk, ja auch tatsächlich das im Digitalpakt bestreiten kann. Das ist, glaube ich, Situation gerade, die für alle Beteiligten Gewinn bringen kann. Ja. Ja. Danke. Danke für den Beitrag. Ich möchte kurz anfangen, dass Moritz, gleich. Ich glaube, dass das genau der Weg, den Sie beschreiben, auch ganz wichtig ist und dass es da ganz viele Modelle gibt, die auch wirklich so laufen, dass man sagt, man muss anschieben, aber dann kann das Modell laufen. Sie finden im Nachgang, wenn jetzt auch das mit dem Link auf das Realschulblog zu schnell mit Ihnen war, Sie finden im Nachgang auf unserer Website alle Materialien und Links auch nochmal zum Nachlesen. Sie brauchen also jetzt nicht mitschreiben. Wir sammeln das alles im Nachgang auf unserer Website zu dieser Webinarveranstaltung. Sie können das in Ruhe nochmal nachlesen und sich den Talk ja auch nochmal auf YouTube anschauen. Moritz. Ja. Der Georg meldet sich auch, den nehme ich jetzt auch mal rein. Hallo Georg. Hallo Georg. Servus. Hi. Hi Georg. Ich wollte nur ganz kurz noch was ergänzen, weil wir was Ähnliches machen. Also Georg Schlamp, mein Name, ich bin an einem Gymnasium in der Nähe von München. Wir haben keine Tablet-Klassen, sondern wir haben Koffer und nehmen aber regelmäßig einfach 10 iPads mit in den Unterricht. Und wir haben letztes Jahr angefangen, unsere Kollegen auch mit Endgeräten auszustatten. Und haben das ganz einfach gekauft. Also wir haben unser Medienmethodenkonzept basiert auf dieser Arbeit mit den Tablets im Unterricht. Unser Fortbildungskonzept basiert darauf. Und in Zusammenarbeit mit unserem Medienzentrum hat unser Sachaufwandsträger überhaupt keine Probleme gemacht. Und das Medienzentrum hat gesagt, es ist in Ordnung. Dann haben wir gesagt, wir starten jetzt mal 2/3 der Kollegen mit iPads aus. Wir brauchen die und dann kriegen wir die auch. Und wir kriegen jetzt für zu diesem Schuljahr für den Rest der Kollegen auch welche. Ganz einfach aus den Geldern, die der Sachaufwandsträger uns zur Verfügung stellt. Also überhaupt keine Umwege, kein Digitalpakt. Das ist auch nicht in diesen 20% drin, glaube ich. Das ist einfach mit Begründung und Überzeugung gelaufen. Und das müssten viele Sachaufwandsträger sehen und auch machen. Ich bin immer erstaunt, wie viele Schulträger völlig problemlos irgendwelche Dokumentenkameras bezahlen, die ins Klassenzimmer stellen. Oder Whiteboards. Die haben nur eine Funktion und für dem Geld kann ich 2 Tablets für 2 Kollegen kaufen und schon bin ich auch durch. Ja, und ich denke mir, das ist die ganze Zeit, wie viele Whiteboards jetzt die letzten 3 Wochen in den Zimmern hängen und wie viele Tablets man dafür an Schüler hätte ausgeben können. Ja, absolut. Danke, wollte ich nur kurz sagen. Danke, Jörg. Herr Ramsay, ich hätte eine Frage noch, weil Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben seit 20 Jahren schon Ihre Kollegen immer wieder mit Versprechungen gelockt, die Sie aber auch, Sie haben charmant gelächelt, auch dann nicht erfüllt haben. Und trotzdem sind Sie ja den Weg weitergegangen. Das spricht ja eindeutig für Sie und auch für Ihr Kollegium. Ich
frage jetzt trotzdem, auch wenn wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Wir wissen ja alle, dass wir nicht blindlings jetzt in die Zeit gehen können, die danach kommt. Es wird sicherlich Schulschließungen in gewisser partieller Abgrenzung noch geben oder auch nicht, aber wir müssen ja mit Konzepten jetzt arbeiten. Haben Sie schon eine Vorstellung, wie Sie in der Zeit, wenn wieder normal Unterricht laufen kann, vorgehen wollen mit Ihrer Schule? Haben Sie sich schon überlegt, was Sie da machen wollen, um aus der ganzen Sache die Lehren auch positiv zu verwerten? Also wir sind da vielleicht auch eine kleine Sondersituation, weil unser Medienentwicklungsplan ist fertig, er ist genehmigt, wir kaufen schon ein. Wir waren auch in dieser Luxussituation, dass wir im Grunde genommen, das muss ich jetzt sehr leise sagen, das Geld gar nicht gebraucht hätten. Das heißt, wir können jetzt wieder Dinge erproben. Die können wir schon nachher rausschneiden, ist kein Problem. Wir können immer Dinge erproben, die es woanders noch nicht gibt. Wir werden jetzt konzeptuell erstmal unsere Lehren aus dieser Krise jetzt ziehen. Wir werden die Eltern, Schüler, Kollegen einladen, sich auszutauschen, was lief gut, was lief schlecht. Wo wollen wir Schwerpunkte legen? Wir wollen uns nicht so breit auffächern, wie ich es leider auch in der Familie erlebe, dass man 18 Plattformen ansurfen muss, um an die Materialien für die eigenen Kinder zu kommen mit 35 verschiedenen Passwörtern und der eine Lehrer macht so, der andere so. Wir müssen uns auf weniges konzentrieren, dieses wenige Erprobte dann auch multiplizieren im Sinne von Fortbildungen im Kollegium. Wir müssen die technischen Voraussetzungen gegebenenfalls schaffen, falls es sie nicht gäbe. Für uns war eher die Bestätigung, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Entscheidung, 1:1 oder vor allem Geräte in die Hände der Kinder zu bekommen, war die richtige. Wir wollen jetzt nicht Millionen an die Wand hängen. Wir haben sehr sparsame Methoden im Klassenzimmer mit ganz normalen Bildschirmen, jetzt ein bisschen teureren Übertragungsmöglichkeiten, aber ansonsten relativ einfach gestrickt. Bei uns ist die Entwicklungsrichtung schon seit einem Jahr. Wir würden jetzt gerne die Ausstattung, die in die Hände der Kinder kommt, nutzen, um Individualisierung voranzutreiben. Und das kann ja auch wieder nicht schaden. In dem Moment, wo wir mit den Geräten individuell arbeiten können, kann ich das im Homeschooling ja noch viel mehr. Also das ist für uns die Entwicklung im Bereich Individualisierung, gerne auch im Bereich künstliche Intelligenz, sofern das KI-Datenschutz sauber machbar wäre. So 2, 3 Ideen habe ich schon im Lehrerzimmer auch mal vorgestellt. Das wird so ein weiterer Entwicklungsbereich sein. Wir wollen ein Mediencurriculum für die ganze Schule. Die Kollegen arbeiten gerade jetzt in dieser Stillstandszeit daran, das für die Fächer herunterzubrechen und die Möglichkeit, ins Klassenzimmer zu kommen mit den Kindern, falls der Ausschluss länger dauert. Haben wir uns entschieden, dass wir uns trauen, mit Schoolwork und Classroom zu arbeiten. Die Auskunft der Schulverwaltung war das gleiche wie Office 365. Das ist schon datenschutzrechtlich nicht besser und nicht schlechter. Und da ich sehe, dass alle mit 365 arbeiten und wir schon auch lange Jahre, traue ich mich jetzt, glaube ich, Schoolwork einzusetzen. Und da kriegen wir wirklich den Unterricht in die Hände der Kinder, in die Klassenräume, in die Kinderzimmer, in den Klassenraum, ins Kinderzimmer. Und das halte ich für ein super Werkzeug, was wir kurzfristig einsetzen werden. Okay, das ist sicher ein interessanter Tipp. Denn ja, viele Schulen, die auch auf der Ebene, die Sie sozusagen für die Geräte gewählt haben, sprich iPads, dann auch eventuell nutzen können. Und das ist sicherlich eine interessante Variante zu den anderen Modellen, die es gibt. Ich pflichte Ihnen absolut bei, dass wichtig sein wird, möglichst einfach und möglichst einheitlich als Schule vorzugehen, um dieses Wirrwarr wirklich zu begrenzen. Jan? Genau. Spannend. Also auch die Schoolwork-Geschichte finde ich spannend. Auch die Aussage, wo Sie erhalten haben, ist eigentlich das gleiche wie Office 365. Finde ich spannend und gut, weil wir in der Schule ja auch viele iPads haben. Aber ich möchte mal weg von der Technik. Ich habe eine ganz analoge Frage. Unabhängig dessen, was jetzt nach Ostern passiert. Die Prüfung wurde ja abgespeckt, also keine Präsentation und FÜG-Prüfung. Aber was haben Sie in Gedanken oder vielleicht schon mit Kollegen geplant? Wie gehen Sie die Prüfung an aus Schulleitungssicht, von der Planung her? Gibt es da irgendwelche Gedanken schon? Ja, ich bin jetzt im 11. Jahr Schulleiter und ich merke immer mehr, der Unterschied zwischen neuen Schulleitern und alten Schulleitern ist, dass sie sich nicht die Köpfe über ungelegte Eier zerbrechen. Ich bekomme schon so viele Vorschläge, wie man die Prüfungen machen kann und wo und wann. Aber es weiß keiner, ob Prüfungen überhaupt stattfinden. Wir haben nur die Termine. Das kann auch sein, wir brechen das ab wie beim Skispringen und die letzte Wertung zählt.
Natürlich stellen wir uns vor, dass wir vielleicht halbe Klassen in Räumen sitzen, dass wir einfach den nötigen Abstand haben. Ich glaube, den Realschulen geht es eher so wie im Sport, wie den großen Bundesliga-Vereinen. Wir waren so fast im Übertraining. Wir wären fertig. Wir hätten dann am Freitag vor dem Ausschluss die Prüfungen schreiben können mit allen unseren Schülern. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und wir mussten diese Flamme immer noch sparsam noch am Köcheln halten. Wir durften jetzt nicht zu viel drauflegen. Wir durften aber auch nicht zu viel rausnehmen. Die Prüfung kann kommen, wann sie will. Wir schreiben die und wir finden einen Weg, das zu tun. Aber ich werde mir da jetzt keinen Kopf zerbrechen. Da müssen wir erst die Frau Eisenmann wieder schreiben und sagen, mach so und dann und wann. Alles vorher vertummern wir unsere Zeit. Okay. Klare Aussage, vielen Dank. Martin, möchtest du, sonst mache ich noch. Ja, ich hätte schon, also ich, die Kollegen, es war jetzt auch negative Stimmung, dass die Eltern überfordert waren und dass die Kinder überfordert waren mit dem Homeschooling am Anfang und das stimmt ja auch sicher, aber ich persönlich tendiere eigentlich immer dazu, das Ganze zu versuchen, im positiven Licht dann auch zu sehen, weil man nur so Weiterentwicklungen auch betreiben kann. Wenn wir jetzt, oder wenn ich Sie fragen würde, wenn Sie aus den 3 Wochen einen positiven Aspekt herausziehen müssten, mit dem Sie vielleicht auch vorher nicht unbedingt gerechnet haben, gibt es da einen? Ja, wie schnell wir uns damit auseinandersetzen mussten, wie das zu unserem Handwerk werden muss. Also nicht nur die Eltern und die Schüler hatten Schwierigkeiten. Auch Lehrkräfte, die jetzt plötzlich ein Tool in der Hand haben, 24 Stunden erreichbar zu sein, müssen lernen, wie ich das Ding pflege, um nicht 24 Stunden erreichbar zu sein. Wir müssen lernen, wie wir uns in Chatgruppen austauschen, dass nur weil es wie WhatsApp aussieht, immer noch eine dienstliche Chatgruppe ist. Also das ist einfach für mich ein Riesenunterschied, auch im Umgang miteinander. Diese ständige Erreichbarkeit. Also das war so eine Sache, wo wir sind gezwungenermaßen hineingeworfen worden, hätten das aber wahrscheinlich gar nie erlebt. Also im Alltag hätten wir das nie erlebt, die Notwendigkeit, uns dieses Homeoffice noch so stark zu strukturieren, wie das Firmen schon tun müssen. Ja, wo beginnt Homeoffice, wann endet es, um wie viel Uhr? Lese ich die Mail noch, lese ich die nimmer? Das sind Dinge, mit denen hätte sich ein Lehrer nie beschäftigen müssen. Und da, das kriegen wir jetzt, glaube ich, gewuppt, uns da abzusprechen. Ja, das ist spannend. Moritz, ich glaube, wir haben eine Frage. Sehe ich das richtig? Ja, wenn der Moritz nicht hörbar ist, wir haben mit dem Mikro gerade ein technisches Problem. Ich stelle sie dann so. Und zwar kommt die Frage, haben Sie auch mit anderen Schulen zusammengearbeitet in der Phase jetzt? Und wenn ja, wie haben Sie die Zusammenarbeit empfunden? Nee, wir hatten genug zu tun, mit uns selbst zu arbeiten. Das war jetzt gar nicht negativ gemeint oder so, sondern die Herausforderungen waren wirklich groß. Auch die Unterschiede sind so groß. Wir haben im Vorfeld sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Wie gesagt, dieses Hospitationsschulenmodell in Baden-Württemberg, das lief bei uns schon jahrelang mehr schlecht als recht. Plötzlich war die Bude voll. Wir hatten jeden Montag die Schule voll. Ich glaube, jetzt im Nachhinein wird es noch viel mehr nachgefragt werden. Wie habt ihr das gemanagt? Wie habt ihr das bezahlt? Wie macht ihr das mit den Versicherungen der Tablets? Wir haben zum Beispiel gar keine Versicherungen für die Tablets. Wie kriegt ihr das geregelt alles? Ich glaube, jetzt wird der Druck auf die Schulen viel größer. Medienentwicklungsplan, der auf dieses Konzept aufbaut, Geräte in die Hände der Kinder zu bekommen, wird noch stärker nachgefragt werden. Ich glaube, für uns wird die Zusammenarbeit mit anderen Schulen hinterher größer. Im Prozess, wie gesagt, hat jeder sein Süppchen kochen müssen. Der Austausch im Twitter-Lehrerzimmer hat geholfen. Das war der Austausch, aber jetzt mit einzelnen Schulen war es sehr wenig. Ja, kann man sich gut vorstellen. Sie haben das mit den zu überarbeitenden Mediencurricula oder mit wie auch immer die heißen, ja von Bundesland zu Bundesland auch verschieden, aber im Prinzip geht es ja darum, den Schülern systematisch sinnvolle Techniken, Kompetenzen und auch Werkzeuge an die Hand zu geben, aber vor allem eben das pädagogisch einzubetten in den sinnvollen Lehrplankontext. Wir hatten in unserer letzten Sendungen die Zuhörer gefragt, wie sie die Sache sehen. Und da war ganz interessant, dass viele sagen, wir werden unseren Plan überarbeiten, aber mit einer zusätzlichen Säule aus den Erfahrungen jetzt. Wie stehen Sie denn dazu? Sehe ich grundsätzlich schwierig. Wir waren vorletztes Jahr in London, ich glaube vorletztes Jahr bei Apple. Und da hat mich schwer beeindruckt bei dieser Veranstaltung, dass alle Schulen, die ihr Programm vorgestellt haben,
nicht gesagt haben, wir sind die geilste Schule und wir sind noch geiler und wir sind aber die allergeilste, sondern die größte Präsentationsfläche über jedem Stand war das Schulcurriculum. Warum tun wir das, was wir tun? Das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, erleben wir in der Bundesrepublik auch weniger. Und wir haben die Sache auf den Kopf gestellt und wir haben gesagt, wir müssen ganz oben anfangen mit dem Schulcurriculum, mit dem Leitbild. Und wir müssen vom Leitbild aus weiterentwickeln, was wir tun. Und das muss einen pädagogischen Sinn haben, das muss einen Schulsinn haben, das muss auch für den Standort passen. Und dann wird das Ding immer weiter nach untergebrochen, nicht als zusätzliche Säule, sondern entweder top-down oder bottom-up, je nachdem, wie man sehen will, als Basis oder als Dach des Ganzen. Was wir gelernt haben in dieser kurzen Zeit, wir sind so nicht so lange auf diesem Weg unterwegs, 2, 3 Jahre, jetzt mit den Tablet-Klassen, aber es verändert den Unterschied, den Unterricht so massiv. Also es ist nicht eine zusätzliche Säule. Es macht was mit dem Lehrer, es macht was mit dem Schüler, es macht was mit dem Unterricht. Ich sage immer so flapsig, es ist eine Demokratisierung des Lernens. Also ich habe schon meine 20 Jahren vorher von den Kindern nicht so viel gelernt, wie ich in diesen 2 Jahren von den Kindern gelernt habe und die vielleicht auch wieder von mir. Der Austausch untereinander ist eine Sensation und auch, dass derjenige, der in Mathe oder Deutsch nie was kann, plötzlich der absolute Checker mit den Medien ist und nicht nur im Sinne von Ballerspiele machen. Also diese Medienkompetenz bei den Kindern ist auch nicht so ausgeprägt, wie wir uns immer einreden. Also Digital Natives habe ich noch sehr wenige gefunden. Ich glaube, ich kenne das 2 oder 3. Wir brauchen uns gegenseitig, um diese Dinge zu managen. Und deshalb wird der Unterricht ein völlig anderer. Und deswegen kann es nicht eine zusätzliche Säule sein. Ja, danke. Wir haben noch mal eine Live-Frage, noch mal von der Ute. Ja. Hallo Ute. Hallo, ich habe noch eine Frage. Ja klar. Vielleicht als Vorinfo noch. Also ich bin an einer Gemeinschaftsschule in Südthüringen und mir hat sehr gefallen, dass Sie vorhin gesagt haben, wir müssen einfach vorgehen, wir müssen einheitlich vorgehen und dürfen uns nicht verzetteln. Das war so der Gedankengang, den wir auch im Team hatten. Und deswegen vielleicht auch meine Frage, es geistert ja jetzt herum, mit welchem Videokonferenzprogramm arbeitet man mit Schülern, mit welchen Chats geht man insgesamt ins ganze Lehrerteam? Wir machen das momentan in einer kleinen Gruppe. Hätten Sie da eine Empfehlung? Nein, nicht wirklich. Also die ganzen Dinge, die jetzt überall gehypt werden, sind meistens datenschutzrechtlich hochbedenklich. Mhm. Wir haben sehr, sehr wenig gemacht. Da sind die Kollegen noch sehr vereinzelt unterwegs gewesen. Das wäre jetzt unser nächster Schritt in der Steuergruppe, da zu gucken, was benutzen wir, um das vernünftig zu tun. Da sind wir tatsächlich sicherlich überhaupt nicht weiter als Sie oder viele andere. Das war viel ausprobieren. Das hat uns überrollt. Die Einführung eines datenschutzrechtlich sauberen Konzeptes hat bei uns ein Jahr gedauert. Wir haben da viel lernen müssen. Und das jetzt in einer kurzen Zeit. Ich habe mal mit Zoom konferiert, mal mit FaceTime, mal das und das. Und über Zoom lese ich jeden Tag was anderes. Also wir haben keine vernünftige Empfehlung, vielleicht die Herren, die hier eine Plattform für uns bieten. Ich bin da genauso unbeleckt wie Sie. Danke. Ja, ja. Also ich kann nur sagen, es gab ja in Bayern die Möglichkeit, wirklich alles, was zur Verfügung steht, momentan zu nutzen. Und es wird ja auch extrem spannend, wie das Sie haben ja vorhin auch gesagt, Herr Ramsay, WhatsApp und so, was die Kollegen dann machen jetzt vom Datenschutz, wenn es wieder normal weitergeht. Wir haben mit MS Teams sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in die Richtung weitergehen müsste. Es wird spannend sein, ob das jetzt ein Türöffner war, das Ganze einfach auch mal auf einer vernünftigen Ebene zu sehen und diese Emotionen aus der Datenschutzdebatte rauszunehmen, sondern wirklich sachbezogene Diskussion zu führen und dann klar zu beurteilen, das erfüllt die Ansprüche oder nicht. Das muss ja auch möglich sein aus meiner Sicht. Also, ich sage mal, wenn Firmen mit Milliardenumsätzen dieser Software vertrauen können, dann muss es auch möglich sein, dass das in die Schulen in einem vernünftigen Rahmen gesetzt wird. Aber das ist nicht unsere Entscheidung. Aber es waren gute Erfahrungen. Mit anderen Tools kann ich nicht dienen, weil wir haben nur das probiert, sind damit auch sehr gut gefahren. Aber ich bin absolut beim Herrn Ramsay. Es muss sich die Schule sehr genau anschauen, unter den regulären Bedingungen dann auch den Entwicklungsprozess angehen. Es ist momentan eine Sondersituation. Es wird wieder normale Regularien geben. Und dann muss man einfach schauen, was auch geboten wird. Da gebe ich Ihnen nochmal den Tipp Twitter. Ist wirklich, da findet man immer wieder gute Tipps von Leute, die auch in die Richtung arbeiten und sich da informieren. Wenn man da ab und zu mal wieder reinschaut, da ist man da schon durchaus informiert. Kann ich nur unterstreichen. Also mich hat auch ein Kollege auf Twitter gebracht, der meint, geh ins Twitter-Lehrerzimmer und auch dieses
Also Meeting, jetzt habe ich ja über Twitter im Endeffekt entdeckt. Wir, halt auch, ja. wir haben uns seit einem Jahr ein bisschen rausgenommen, weil wir verschiedene Plattformen erprobt haben und mit der einen mehr und mit der anderen weniger zufrieden waren. Das Land arbeitet ja an diesen Geschichten. Ja, die Bundesländer arbeiten an diesen Geschichten. Ich möchte da auch den Kollegen nicht zumuten, jetzt Arbeit in Versuche zu stecken, die nachher sowieso vom Land irgendwo gekauft werden. Also ich denke, die Zeit müssen wir uns nehmen. Es wird sicherlich keine Pandemie alle 8 Wochen hoffentlich um die Ecke kommen, damit das Land, die Länder für uns Lösungen anbieten und wir dann jetzt zum 15. Mal den Kollegen zumuten, sich wieder in eine neue Plattform einzuarbeiten. Wir wissen, es wird kommen, ja, egal welche Bildungsplattform, welche Bundesland, es wird einheitliche Systeme geben. Wir sind auch jetzt schon in Baden-Württemberg in einheitlichem Messaging, das demnächst starten wird. Das sind Dinge, wo wir uns den Kopf vielleicht auch gar nicht zerbrechen sollten. Da halten wir mal die Füße still, gucken, dass die Sachen bei den Kindern ankommen und alles andere lassen die Leute dafür machen, die dafür bezahlt werden. Sehr schön. Ja. Schönes Schlusswort, aber jetzt haben Sie fast meine traditionelle Schlussfrage schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal, weil die halbe Stunde ist schon wieder durch. Hätten Sie noch einen Pro-Tipp für alle Zuhörer? Was tun nach Ostern? Ich glaube, der allerwichtigste Tipp ist zuhören, hingehen, abschauen. In der letzten Übertragung, die habe ich mir jetzt auch noch nachher angeschaut, ist viel von den Leuchtturmschulen geredet worden, dass die auch viel Schatten verbreiten. Jeder wäre gerne Leuchtturmschule. Und wenn man jemand fragt, ist es plötzlich? Nein, aber nehmen Sie diese Beispiele von Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben und die schon längere Zeit machen. Wir haben so viel Geld zum Fenster rausgeworfen. Deswegen haben wir so viel Zeug im Keller stehen. Wir haben immer wieder Dinge eingeführt, die als Insellösung hervorragend funktioniert haben, aber plötzlich in der Breite völlig unadministrierbar waren. Also schauen Sie nach Schulen, vor allem in der Umgebung, die gut funktionierende Systeme haben. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, weg von Consumer-Hardware. Also auch wir haben mit Apple TVs gearbeitet. Wir haben, glaube ich, in eBay den Markt für Apple TV 3 leer gekauft, jahrelang. Merken jetzt, dass wir es zentral administrieren wollen müssen und dort zum Teil gescheitert sind. Lieber größer denken als kleiner, was WLAN-Ausstattung angeht. Wir schrauben immer nur hinterher und alles bricht wieder zusammen. Erprobte Konzepte anschauen. Nicht unnötig Geld an die Wand hängen, den Verlockungen widerstehen, sich von großen Firmen den Medienentwicklungsplan schreiben zu lassen und möglichst vorsichtig, Didakta ist ja ausgefallen, aber vorsichtig auf die großen Messen gehen und sich nicht überreden lassen, für viele tausend Euro irgendwelche Dinge an die Wand zu schrauben. Bleiben Sie klein, nehmen Sie bewährte Dinge und schauen und schauen und schauen Sie ab. Vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank. Schönen Schlusswort. Ja, absolut. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, weil ich glaube, auch Sie haben sich die Ferien wirklich verdient, trotz 3 Wochen davor, zwar nicht in der Schule, aber ich glaube, Sie hatten eh Anwesenheitspflicht als Schulleiter. Ja, ja, wir hatten auch genug zu tun. Nutzen Sie die Zeit, fragen Sie uns, unser Blog wird weiterentwickelt. Wir verdienen damit kein Geld, wir wollen keine Kohle dafür. Wir schreiben einfach gute Tipps immer wieder mal da rein. Schauen Sie rein auf unsere Homepage, da kriegen Sie viele, viele Informationen erprobt. Das packen wir mit drauf, die Info auf die Homepage von EduTalk. Vielen Dank. Ich möchte noch kurz nächste Woche den Ostertalk 2 ankündigen. Der Moritz hat es schon eingeblendet. Ja, ich würde das fast als Mini-Fortbildung bezeichnen, weil es ist ein ganz spannendes Thema, weil ich denke, das ist so ein Thema, das man auch prima im Homeschooling-Bereich benutzen kann, in allen Belangen. Wir haben das Buch, das der Christian Wettke da dazu geschrieben hat, in der Verlosung. Wie das verlost wird, verraten wir noch nicht. Das erfahrt ihr dann nächsten Donnerstag. Wir freuen euch, euch wiederzusehen. Wünschen frohe Ostern und bleibt gesund. Danke, ihr auch. Ja, tschüss zusammen. Ciao.